Willkommen zurück hier in unserem DIY-Studio Believe It Yourself. Klug ist, wer selber glaubt, zu einem hoffentlich inspirierenden und erhellenden Gespräch, zu einem brisanten Thema, das uns näher ist, als man als ihr glaubt. Am 1.3.2021, da ist das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft getreten. Es verpflichtet unter anderem alle kirchlichen Körperschaften, also Gemeinden, Kirchenkreise, Verbände und so weiter und so fort, Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und andere, auch erwachsene Schutzbefohlene, zu erstellen und vorzuhalten. In unserem Kirchenkreis begleiten uns dabei Anja Kersting und Peter Unger. Ich freue mich, dass die beiden da sind und ihr natürlich auch. Da sind wir nicht so alleine. Liebe Anja, lieber Peter, kämpft euch durch und rein. Es ist eine absolute Premiere. Hallo. Wir hatten noch nie zwei Gäste in unserem DIY-Studio. Nein. Ich hoffe, wir fühlen uns nicht allzu... Das ist schön, eng. Aber das kennen wir schon. Ja, kennt das. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich drüber, weil wir auch ein Thema haben, das, glaube ich, in die Öffentlichkeit der Gemeinden und Kirche auch in den Alltag hineingehört. Aber bevor das alles passiert, bringen unsere Gäste uns immer 5 Zahlen mit, nach denen wir dann hinterher... nachdem wir die kennen, sagen können, jetzt kennen wir euch ein bisschen besser. Welche 5 Zahlen sind das? Wer möchte anfangen? Ich fange mal an. Ich muss ins Handy gucken, weil ich das natürlich mir vorbereite. Kannst du deine Zahlen nicht merken? Nein, kann ich nicht. Okay. Also ich fange mal mit der höchsten an, 58. Das ist mein Alter. Okay. Das musstest du ja gut kennen. Genau. 31. Das ist, ich war 31 Jahre hier in der MLK als Gemeindepädagoge. Eine lange Zeit. Alles geht zu Ende. Dann kommen 6. Für sexualisierte Gewalt. Ist ja auch das 6. Gebot. Das genau, zum Beispiel. Du sollst nicht Ehe brechen. Ne? Dann genau, kann man das 6. Gebot. Kann man sich gut merken. Ja, genau. Dann 2, das ist unsere gemeinsame Arbeit, die wir immer zu zweit machen. Und 1, das heißt, ich bin im ersten Jahr in der neuen Stelle jetzt in Schwellmann gestellt gegen sexualisierte Gewalt. Mir fielen natürlich noch viele andere Zahlen. Mir auch. Ein. Du bist, glaube ich, ein zweifacher Opa. Genau, ich bin zweifacher Opa und habe 2 Kinder, ne? Eine Ehefrau. In unserem Kulturkreis ist das meistens. Ist das immer noch. Aber alles ist ja im Fluss und alles genau. Ändert sich ja. Anja, was sind deine Zahlen? Ja, einmal 76. Das ist aber nicht dein Alter. Nein, das ist mein Geburtsjahr, darfst du dann selber ausrechnen. Bitteschön. Dann habe ich 3, weil ich 3 Kinder habe. Mhm. Dann habe ich auch die 6. Bei mir steht das für sexualpädagogisches Konzept, weil das ein ganz wichtiger Baustein ist auch für Schutzkonzepte und weil ich auch vorhabe, nächstes Jahr noch eine Ausbildung zur Sexualpädagogin zu machen. Und da freue ich mich sehr drauf, deswegen habe ich die 6, genau. Und dann noch die, was war es noch? Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. 41, ja. 41, weil wir ja im Gestaltungsraum tätig sind und der umfasst 41 Gemeinden und für die, um die kümmern wir uns und begleiten wir die bei diesem Schutzprozess. Das ist ja eine Herausforderung. Und also, das alle ist, gleichzeitig das zu begleiten ist und zu schon bearbeiten. Eine Hausnummer, ja. Auf jeden Fall. Genau. Bin ja echt mal gespannt, Sexualpädagogik ist ja immer die Frage, wie viel Pädagogik verträgt denn Sexualität eigentlich? Pädagogik? Ja, also Pädagogik heißt ja Erziehungsziele benennen, wo man so jemanden hinhaben will. Oh, da steigen wir jetzt aber schon tief ein. Was heißt eigentlich Pädagogik? Darum werden wir uns auch noch kümmern. Also das finde ich spannend. Erstmal steigen wir tatsächlich ein. Dieses Thema, das uns ja heute beschäftigen wird, ist ja tatsächlich Land auf, Land ab in den Medien präsent. Ja. Und spätestens seit MeToo gibt es ja immer eine Gruppe von Menschen, die sagen, du meine Güte, so schlimm kann das doch alles gar nicht sein. Darf man denn heute eigentlich gar nichts mehr? Deshalb die Frage, wo und wann fängt denn sexualisierte Gewalt an? Und welche Zielgruppen nimmt man da tatsächlich alle mit in den Blick? Willst du das beantworten? Ja, ne? Ja, du hast ja gerade in der Einleitung schon gesagt, ne, das Kirchengesetz bezieht sich ja eigentlich auf alle Zielgruppen. Ne? Man hat immer als erstes so gerne die Kinder und Jugendlichen im Blick. Das macht ja auch Sinn, weil es natürlich eine besonders vulnerable Gruppe ist und weil die natürlich auch immer in Machtverhältnissen stehen und da besonderen Schutz brauchen. Aber letzten Endes geht es um alle Menschen, die da unterwegs sind, auch in den Gemeinden und in der Kirche.
Ich denke zum Beispiel auch immer an Seniorenwohnheime, wo Pfleger und Pflegerinnen ja, auch das natürlich auch Fall. Übergriffig ja. gegenüber ihren Schutzbefohlenen handeln und können. Andersrum. Also. Und eben auch andersrum, ja, ja. das gibt es auch. Das muss man entsprechend auch ja. in den Blick nehmen. Wo und wann fängt denn sexualisierte Gewalt an? Genau, und das ist auch, das finde ich auch eigentlich großartig an dem Kirchengesetz, weil da das eben auch definiert wird und man da nicht konkret sagt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die sind jetzt sexualisierte Gewalt und andere nicht, sondern dass es darum geht, ob eine betroffene Person sich dadurch in ihrer Würde verletzt fühlt. So, und das ist vielleicht erstmal etwas unbefriedigend, weil man denkt, naja, was ist es denn nun? Aber das finde ich genau das Spannende und auch das Wichtige bei dem Gesetz, weil es eben darum geht, sich darüber auszutauschen und auseinanderzusetzen, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen, wo sind die Grenzen meines Gegenübers und dass es eben nicht so eindeutig ist. Also es gibt kein objektives Kriterium oder einen Katalog, wo man sagen könnte, checkt, missbraucht. Genau. Also das geht, das gibt es eben nicht. Also es gibt natürlich das Strafgesetz, das relativ klar macht, was erlaubt ist und was nicht oder wo man da relativ eindeutig sagen kann. Aber das ist eben beim Kirchengesetz nicht so, weil das sehr deutlich darüber hinausgeht, weil wir eben Prävention machen wollen. Und es ist eben auch die Selbsterfahrung, die Reflexion über die Selbsterfahrung, der Einschätzung des eigenen Selbstwertgefühls, wo ist es beeinträchtigt worden. Weil wir haben ja tatsächlich immer die Bilder im Kopf, dass wir sagen, ich bin in meiner Jugend missbraucht worden. Dann denken wir natürlich immer an Worst Case, Mehrfachvergewaltigung über Jahre hinweg. Aber das fängt schon ganz anders an. Und man kann nicht sagen, wann jemand sich in seiner Würde wirklich verletzt fühlt. Und bei manchen, also manche sind schwerst missbraucht worden in ihrer Jugend und die haben das weggesteckt irgendwie. Also obwohl das selten ist, aber die haben das irgendwie verarbeiten können. Und manche, da würde man selber vielleicht sagen, war doch gar nicht so schlimm, was du da erlebt hast. Also hast du da mal ein Beispiel für, wo man landläufig dann am Stammtisch sagen würde, Mädel, stell dich nicht so an oder Junge, nun komm, reiß dich zusammen. Ja, also das, ich glaube, dass zum Beispiel, da haben wir schon öfter gehört, wenn es um verbale sexualisierte Gewalt geht. Ja, dass da, das kann also Menschen tief verletzen und verunsichern, sodass sie also sich anders entwickeln in ihrer sexuellen Identität, als sie das sonst machen würden. Also. Welche Entwicklungsbeeinträchtigungen können denn auftreten, wo man sagen würde, dass das ist darin begründet, das ist darin verwurzelt? Was kann denn da passieren? Ja, zum Beispiel die Annahme des eigenen Körpers. Ja, also wenn man dem immer ausgesetzt ist, verbaler sexualisierter Gewalt, kann das auch zur Ablehnung des eigenen Körpers zum Beispiel führen. Oder man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, man fühlt sich nicht gesehen, nicht schön. Wir sind immer dann aufmerksam, wenn wir wieder Geschichten aus der Presse hören, ich nehme mal Detmold, ist nur ein Beispiel, wird nichts gewesen sein, aber irgendwie in Dorsten oder was sonst alles noch passiert. Da hören wir wieder irgendwelche Geschichten, das ist dann weit weg und sagen uns, naja, klar, sicher, oder in irgendeiner Schule im Odenwald war auch wieder irgendwas. Wie verbreitet ist denn solches Verhalten jetzt aufgrund eurer Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt, in Gesprächen, Beschäftigung mit dem Thema, wie verbreitet ist das Verhalten tatsächlich? Also sehr verbreitet, wirklich sehr verbreitet. Gerade wenn man das so im Blick hat, wie wir es gerade gesagt haben, ne, dass man auch schon da sehr niederschwellig ansetzt und guckt, wo fängt es denn wirklich an. Und da tut sich sehr, sehr viel. Also da hören wir sehr viele Beispiele auch, die Leute uns berichten, mit denen wir da in den Gemeinden auch schon Kontakt hatten. Nochmal so ein Beispiel, wo ihr wirklich sagt, da hat uns jemand berichtet, das ist bei mir, da hat es bei mir angefangen, da bin ich in meiner Würde auch beeinträchtigt worden. Also wir hatten gestern noch ein Beispiel, da hat uns eine Frau erzählt, dass ihre Tochter auf einem Sommerfest, aber im Gemeindesommerfest, von einem Gemeindemitglied von hinten dann angegrapscht worden ist und auch verbal, also richtig schwer angegangen worden ist und so. Und obwohl dann die Frau gesagt hat, als die Mutter dann gesagt hat, hör mal auf mit dem Mist, lass das sein, und hat er weitergemacht. Und dann hat sie versucht, sich quasi zu beschweren, und es ist dem aber nicht nachgegangen worden. Es war ein Gemeindemitglied, was sehr bekannt war, sehr beliebt und so, der Täter.
Ja, und sowas kommt relativ häufig vor. Das sind so Klassiker. Ich glaube, also einer von euch beiden hat mir im Gespräch erzählt, dass tatsächlich so ein Kirchenchor auch sehr anfällig dafür sein kann. Je nachdem, wenn man dann in den verschiedenen Stimmarten so hintereinander steht und das mehrere Stunden lang darf, so, und dann, dass man dann schon so mal aneinander gerät, auch so körperlich und sich so bewegt zum Gospel-Sound und einhakt und macht und tut und denkt auf einmal, nee, das will ich aber gar nicht. Genau, diese ganzen Geschichten. Sowas passiert auch. Also vielleicht können wir gleich nochmal darüber sprechen, wie sowas überhaupt zustande kommt. Ja, man denkt immer, es kann doch heute in unserer Zeit gar nicht mehr sein. Ja, aber es kommt tatsächlich vor und das hängt mit den Strukturen zusammen. Nehmen wir die andere Seite, das Beispiel mit dem Sommerfest, das sieht jemand. Ja. Ich habe gelernt, wir haben eine Anzeige bzw. Meldepflicht. Wenn wir den Anzeige Eindruck, nicht, aber Meldepflicht. Meldepflicht, wenn wir den Eindruck haben, da ist irgendwie etwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Ja. Bei welchen Anzeichen muss ich persönlich aufmerksam werden und reagieren? Wie gesagt, also immer wenn du jetzt irgendetwas beobachtest oder jemand dir was erzählt, wo du den Eindruck hast, dass eben diese Grenze überschritten worden ist. Das ist natürlich im Zweifelsfall nicht unbedingt sofort von dir zu beurteilen. Es ist aber auch gar nicht deine Aufgabe, das zu beurteilen. Also wenn du das mitbekommst oder dir das erzählt wird, dann kannst du dann direkt dich an die Meldestelle wenden oder musst dich an die wenden. Und wenn da eine Unsicherheit ist, dann kannst du natürlich auch sagen, ich möchte mich erstmal beraten lassen anonym und dann den Fall schildern. Und dann kannst du da gemeinsam mit den Fachleuten vor Ort gucken, ist das jetzt eine meldepflichtige Angelegenheit oder vielleicht auch nicht. Das heißt für mich auf alle Fälle erstmal wichtig, ich wende mich an Fachkompetenz. Also so nach dem Motto, nicht ich gehe jetzt mal durchs Presbyterium oder durch den entsprechenden Vorstand und sage, das hast du schon gehört. Oder hast du gesehen? Das auf keinen Fall. So, das gar nicht, weil das ist ja zum Beispiel eben auch das an Geschichten, die wir auch kennen, wo falsche Verdächtigungen und Gerüchteküche auch Existenzen zerstört haben. Mhm. Und davor muss man sich ja auch irgendwie schützen. Das heißt tatsächlich, es gibt fachkompetente Anlaufstellen. Welche Anlaufstellen sind das? Ja, in Bezug jetzt auf die Dinge, wenn das jetzt wirklich Mitarbeitende aus der Kirchengemeinde betrifft, würde man sich an die Meldestelle wenden oder auch an diese Präventionsstelle, die es da gibt, die auch beratend tätig ist. Könnte man sich bei euch dann melden oder lieber nicht? Das kann man so tun, aber wir melden das dann sofort weiter, weil wir, das ist wirklich so vorgesehen, dass die Meldungen aus dem System rausgehen. Also aus der Organisation auch raus, weil die Versuchung, etwas zu vertuschen oder etwas klein zu halten oder sich lieber nicht damit zu befassen, weil man Arbeit damit hat und so. Also so systemimmanente Schutzmechanismen, die dann greifen. Die sind einfach da, die greifen dann und das wird dadurch verhindert. Und der Vorteil ist auch noch, dass derjenige, der meldet, im Grunde damit dann fertig ist. Man hat dann gemeldet und dann übernimmt die Meldestelle quasi die Anfangsintervention. Die meldet sich dann meinetwegen bei der Superintendentin oder beim Gemeindepfarrer, je nachdem, was jetzt vorgefallen ist. Also es gibt eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine Kontaktadresse. Genau, die haben wir, glaube ich, gerade schon eingeblendet. Die wird eingeblendet, an die man sich dann offiziell wenden kann. Ist das dann deutschlandweit? Ist das dann bundeslandweit? Nein, das ist landeskirchenweit. Es gibt eine Meldestelle für die Landeskirche. Also nicht jetzt hier fürs Bundesland oder für Regierungsbezirke. Es ist von der Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich. Meines Erachtens ist Westfalen die einzige Landeskirche, soweit ich das weiß jetzt, die so eine Meldestelle hat. Ich weiß von Württemberg, die haben das noch nicht, die denken aber darüber nach. Aber bleibt das dann nicht trotzdem kirchenintern? Ja, das haben uns schon manche Leute gefragt. Das stimmt, das ist vielleicht der Schwachpunkt. Die Frage ist, wer will es sonst entgegennehmen? Ne? Also das ist halt, man könnte natürlich versuchen, noch eine Stelle zu schaffen, die gar nicht, also die nichts mit Kirche zu tun hat, wo man sich melden kann. Nur also da finde, es um ein Kirchengesetz geht. Dass es diese Stelle überhaupt jetzt gibt. Also ich finde, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Da merkt man auch, so lange gibt es die noch nicht. Da ist es auch an manchen Stellen noch so ein bisschen holperig und das entwickelt sich ja auch. Ne, aber erstmal finde ich das auch eine gute Sache, dass es die gibt, weil also diese ganzen innergemeindlichen Kummeleien oder was dann da so passiert, das passiert dann eben weniger häufig. Also es ist dann aus dem System raus. Ich habe mich gemeldet, habe einen Vorfall beschrieben, habe das losgelassen, allerdings dann auch unter Nennung von Name und alles. Das muss natürlich sein. Das bleibt ja dann auch unter der Verschwiegenheit. Ja, also du musst halt aufpassen. Wenn du dich erstmal beraten lassen willst, dann solltest du das anonym machen. Mhm.
Aber sobald du dann Namen und so weiter nennst, konkrete Zeit, Daten, dann wird das dann entsprechend als Meldung auch aufgenommen. So, dann bin ich an der Stelle raus und dann würde sich tatsächlich derjenige auf der oder diejenige an der anderen am anderen Ende der Leitung würde dann aktiv werden. Was passiert dann? Normalerweise, also nehmen wir mal an, eure Gemeinde hätte jetzt schon ein Schutzkonzept fertig. Da steht dann drin, das Kriseninterventionsteam, also mögliche Leute, die jetzt angerufen werden. Oder Leute, also dass zum Beispiel der Pfarrer oder der Vorsitzende des Presbyteriums, ist ja glaube ich hier in einer Person, der würde dann erstmal, es sei denn, du wärst der Täter, dann wirst du natürlich jetzt nicht angerufen. Okay, ja. Aber sonst würdest du angerufen und die Superintendentin ist meistens in jedem Fall dabei für den Kirchenkreis. Dann würde man überlegen, einen Pressesprecher zum Beispiel zu haben, also dass man mit einer Stimme auch zur Presse sprechen kann. So ist denn überhaupt Öffentlichkeit jetzt verträgt, die ganze Geschichte? Genau, das ist ja. Naja, es ist ja häufig so, dass es dann doch eben auch anderweitig noch berichtet, erzählt wird und eben nicht nur die Meldestelle informiert wird und dann passiert es halt schnell. Wenn dass solche Dinge weiterlaufen und wenn dann die Presse sich wendet, zum Beispiel an die Kirchengemeinde, dann ist es gut, dass man dann jemanden hat, der da auch weiß, wie er das noch Also so ein Klassiker, auf der Freizeit passiert was, die Eltern sind schon informiert durch die Kinder und es ist schon rum und dann wirst du meinetwegen vom Jugendreferenten erst informiert, 2 Tage später oder was. Ja. Und dann meldest du das und dann ist das aber schon rum. Da kann sein, dass RTL schon vor der Tür steht. So ungefähr. Also ich sag mal so, ich als Beobachtender nehme Kontakt auf zur Meldestelle und das verhindert ja nicht, dass die Beteiligten und Betroffenen möglicherweise selber auch nochmal aktiv werden, weil mit denen habe ich ja vorher nicht gesprochen. Die können natürlich das auch melden. Und dann das eben auch nochmal auf den Punkt bringen. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wenn ein Betroffener oder ein Betroffener nicht möchte, dass das weiter verfolgt wird, dann endet die Intervention. Ach, ein Betroffener möchte... Ja, genau, also der wird natürlich dann auch informiert. Ne? Ist also dann der Schutz des Betroffenen oder der Betroffenen steht an erster Stelle. Natürlich wird dann auch geguckt, dass der entsprechend vom Täter getrennt wird und so weiter. Aber wenn derjenige möchte, dass diese Meldung eingestellt wird, dann wird das auch respektiert. Ist das nicht auch tatsächlich... Ist das eine Schwäche? Ich weiß es nicht. Also ich denke zum Beispiel jetzt an misshandelte Ehepartner, Ehepartnerinnen, die ja auch in einem Macht und Struktur, in einem Machtverhältnis sind, die dann eben immer auch sagen, nee, so schlimm war das gar nicht, ich bin die Treppe runtergefallen, das war alles ganz harmlos, ich will, dass die Anzeige wieder zurückgezogen wird und so weiter und so weiter. Ist das nicht auf dieser Ebene? Deshalb ist die Haltungsfrage der Organisation das Entscheidende dabei. Also wenn zum Beispiel da genug Menschen drumherum sind, die Mut machen können, zieh das durch, trau dich ruhig, hab keine Angst, dass du deinen Job verlierst. Wir haben das aber schon anders erlebt. Also dass dann quasi Leuten dann, also Betroffenen, dann Angst gemacht wurde, wenn du das jetzt weiterverfolgst, dann kannst du hier nicht mehr weiterarbeiten. Oder dann, ne? Also deshalb ist es auch so wichtig, dass tatsächlich das Gesamtklima in einer Organisation, in einer Einrichtung, in einem System, das wahrnimmt, zur Kenntnis nimmt und adäquat geschult ist, um überhaupt entsprechend darauf reagieren zu können. Genau. Ja. Und damit das eben nicht passiert, dass da jetzt Druck ausgeübt wird nach dem Motto, na komm, halt dich still, du weißt doch und so weiter und so fort. Deswegen ist die gesamte Einrichtung eben im Blick. Und das ist der beste Schutz. Ne? Aber nun hören wir natürlich auch Stimmen, die sagen, oh nein, bitte nicht noch wieder ein Konzept. Mhm. So, man kann ja aus allem jetzt natürlich auch richtig was machen. Ja, also ich erinnere eben daran, nur weil... Ja, dem Betroffenen ist es jetzt nicht so zu gönnen gewesen, aber nur weil im Sauerland auf einem Friedhof mal jemand mit einem runtergefallenen Ast verletzt worden ist, seitdem sind wir in ganz Westfalen zu Baumschutzkontrollen verpflichtet, die also dauernd das tun. Ob immer aus allem, was passiert, ein Konzept werden muss, das ist die Frage, die sich dahinter verbirgt. Oder ist das nicht alles nur medial aufgebauscht? Es gibt Leute, die sagen, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich tue auch nichts. Wie motiviert ihr tatsächlich auch und wie entgegnet ihr diesen Stimmen und sagt, nee, da müssen wir schon jetzt mal was machen. Also es ist nicht einfach nur noch ein Konzept. Also erstmal geht es ja gar nicht um das Konzept. Ne, das haben wir ja gerade auch schon rausgefunden, offensichtlich, dass es eher darum geht, wie ist da die Haltung in der ganzen Kirchengemeinde, wie wird damit umgegangen, ist da eine Offenheit überhaupt für das Thema da, sich da öffnen zu können, sich beschweren zu können. Auch das Gefühl zu haben, dass solchen Dingen auch nachgegangen wird. Ne? Und ich finde schon, dass das eigentlich eine hohe Priorität haben sollte, gerade bei uns in den Gemeinden, dass Menschen da geschützt werden und dass sie auch einen sicheren Raum da wirklich vorfinden. Ne? Und dass es wirklich darum geht. Und dieses Schutzkonzept,
eigentlich nur natürlich irgendwie dokumentiert, welche Überlegungen haben wir dazu angestellt an verschiedensten Bereichen, um das zu gewährleisten. Mhm. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Okay. Ihr seid jetzt schon fast ein Jahr im Gestaltungsraum der Kirchenkreise Hattingen-Witten, Schwelm und Hagen unterwegs. Was sind eure Anfangs- und Einstiegserfahrungen? Gibt es böse Überraschungen? Gibt es gelingendes Verhalten? Auf welche Widerstände stoßt ihr? Wo stehen Türen offen? Wie würdet ihr dieses Jahr bewerten? Ja. Also das Erste ist schon mal das. Ne? Also das können wir rausschneiden, wenn es du persönlich hast. Nee, das ist ja, wir sagen das. Was du gerade schon angesprochen hast. Ne? Dass, also ich muss sagen, ich persönlich auch wirklich da etwas schockiert war, an wie vielen Stellen er so diese Idee, ach, das ist jetzt so viel Arbeit und noch mal was Neues, dass das halt wirklich so stark im Vordergrund steht. Mhm. Und eben diese, wo ich meine, dass das eine hohe Priorität haben sollte, nämlich der Schutz von Menschen, offenbar gar nicht so eine hohe Priorität hat, wie ich mir das erhofft oder erwartet hatte. Oder dass es zumindest so ist, es wird oft gesagt, es ist uns sehr wichtig, mhm. aber sobald es daran geht, auch wirklich was zu tun, ja. Ressourcen zur Verfügung zu stellen und so weiter, da merkt man, da ist viel, was gesagt wird, wobei erstmal nicht viel dahinter steht. Also Lippenbekenntnisse können wir alle gut. Genau. Sobald es dann aber jetzt tatsächlich darum geht, das auf den Weg zu bringen. Also ich sage also, das mal. Man muss sagen, es ist schon klar, also es ist natürlich eine Veränderung, die auch wieder so ein bisschen so daherkommt, als würde sie von oben aufgedrückt, mhm. obwohl es de facto eigentlich nicht ist, aber das ist das Gefühl. Und immer wenn solche Dinge kommen, die Veränderungen anbahnen, ist es erstmal normal. Mhm. Ja, und auch zu erwarten, dass Menschen da erstmal nicht Juhu schreien, ne? mhm. und sofort mit der Euphoriemütze auf da losrennen und alles machen. Ne? Mhm. Also das ist auch insofern was, aber was ich jetzt auch ein Stück weit erstmal nochmal lernen musste, dass das wirklich so ist und dass meine Hoffnung, dass es vielleicht anders sein könnte, da an der Stelle so ein bisschen enttäuscht worden ist tatsächlich. Okay, was ist bei dir? Also ich war am meisten überrascht, dass der in den ganzen Gemeinden und auch bei den Pfarrern und Pfarrerinnen die Frage nach dem Glauben und dem Schutz überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Wir haben also so einen Leitsatz, da kommt das vor, dass man im Sinne des Evangeliums schützen soll. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir über diesen Satz sprechen, heißt es flächendeckend, das könnt ihr doch rausstreichen. Also, dass Gott quasi Menschen liebt und schützt, ja, also es gibt ja auch die schöne alte Geschichte von der Hagar, von der Sklavin vom Abraham, ne, wo sie dann sagt, du bist ein Gott, der mich ansieht, mhm. ja, als Sklavin, als Frau, die mit sexualisierter Gewalt zu tun hat und so, ja, das wird völlig... Das spielt gar keine Rolle. Ja, aber das ist doch ein Widerspruch in sich. Also wir rennen doch als Kirche seit Jahrzehnten genau. durch die Gegend. Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit, ja, Frieden, keine Kriege. Wir schreiben uns jede Minderheit auf die Fahnen, die gerade irgendwie durch die Presse getrieben wird, um uns für die Randsiedler der Gesellschaft stark zu machen. Das steht auf der Fahne, ne? Aber ja. Das heißt noch nichts. Nee. Und jetzt zu sagen, da müssen wir doch an der Stelle zumindest auch mal wahrnehmen, dass das tatsächlich eben die stummen Randsiedler von Gemeinden sind, die sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Und jeder unterdrückten Minderheit verleihen wir in der Kirche eine Stimme. Aber denen, die dann tatsächlich schweigen müssen, wollen, können, dürfen und sich nicht zu Wort melden, sich zu trauen, da sagen wir dann, nö, das geht, das passt jetzt nicht. Das ist doch schwierig. Genau, das liegt vielleicht auch daran am Thema, also dass Sexualität und Kirche ist so ein Ding. Also, ich mach mal den Satz in eurem Statement. Ihr sagt ja, in einem grundsätzlichen Statement verbindet ihr das Thema mit einem oft grundsätzlich problematischen Verhältnis bei Kirchen zur Sexualität. Die Menschen sollen in Sachen Sexualität sprachfähig gemacht und Sexualität als gute Gabe Gottes thematisiert werden. Also, das hat uns ja der gute Augustin eingebrockt. Also diese Sex- und Leibfeindlichkeit, die wir immer noch vor uns hertragen, das ist leider auf ihn zurückzuführen. Und wir dachten immer, wir hätten uns da in irgendeiner Weise zumindest in den letzten 50 Jahren, seit den staubigen 50ern des letzten Jahrhunderts, ein bisschen rausbefreit, sexuelle Revolution. Aber die ist bei uns nicht angekommen in den Kirchen oder in den Gemeinden, oder? Ja, unterschiedlich. Ne? Also, aber im Großen und Ganzen ist das schon so ein Thema, wo wir eben jetzt auch merken, wenn wir das ansprechen, dass da immer ganz große Bauchschmerzen sind bei ganz vielen Menschen und sagen,
ist das überhaupt unsere Aufgabe? Warum sollen wir das jetzt auch noch machen? Reicht das nicht schon, wenn das in der Schule thematisiert wird? Oder wir sind ja gar nicht kompetent, sagen die Kinder gar nicht drüber reden. Genau, und ja, irgendwann so. Ist es doch auch mal genug. Ne? Also es ist dann schon die Idee, das könnte vielleicht zu viel sein. Also das ist schon interessant. Ne? Wobei ist es ist natürlich wirklich so, sicher auch wirklich eine spannende Frage, sich da auch nochmal theologisch mit zu beschäftigen. Was bedeutet das denn ist eigentlich? Ist das möglicherweise auch eine Überforderung mittlerweile aufgrund der letzten 10, 15 Jahre Entwicklung LGBTQIA+? Wir können, also die klassisch konservativ traditionalisierten Menschen in unseren Kirchengemeinden, die sowieso schon durch einen einfach nur heranwachsenden Teenager überfordert sind, sich mit Aufklärung Gedanken zu machen, weil sie es selber nie gelernt haben. Ja. Plus eine MeToo-Bewegung, die das in den letzten 10 Jahren nochmal erfordert, dass wir wirklich überfordert damit und jetzt uns auch noch der Tatsache zu stellen, nicht nur, dass wir es nicht integriert kriegen, nein, wir haben es auch tatsächlich vor Ort immer auch als persönliche, tiefgreifende, schädigende Erfahrung zu vermuten in unseren Gemeinden. Das ist doch aber auch nachvollziehbar, dass da Leute sagen, nee, ich will das nicht mehr hören. Ja, ich finde eher, dass es, also wenn man da mit den Leuten mal ins Gespräch kommt, merkt man, die sind ja gar nicht so verklemmt oder so brüde oder es ist aber eine andere Welt. Das hat aber in Kirche für die nichts zu suchen. Und das ist ja das Verrückte, also das ist ja das, was wir hier in Martin Luther auch immer versucht haben, nicht zu leben. Mhm. Dass Kirche was anderes ist als das normale Leben oder ja. Ne, dass Glaube und Leben einfach zusammengehören. Und da gehört natürlich dann Sexualität auch zu. Und das ist völlig raus. Also die Leute sagen, das hat in Kirche nichts zu suchen. Also beziehungsweise nur verborgen. Also ich erinnere mich. Ja, nur verborgen. Ich habe das Privatsache. Oder Privatsache. Ich habe das mal erlebt. Wir hatten einen Seniorenkreis, das ist schon ein paar Jahre her, deswegen darf ich es erzählen, weil ich glaube, die leben alle gar nicht mehr. Ein Seniorenkreis, da waren wir irgendwie unterwegs in so einem Kurort und ich kriegte dann, die wussten nicht, dass ich hinter irgendeinem Baum stehe oder am Tisch daneben sitze, da kriegte ich mit, wie ältere Menschen über ihre Sexualität im Partner in ihrem internen kleinen Kreis, aber in einer Offenheit und in einer Art und Weise auch der Wortwahl und des Miteinanders, wo ich so dachte, meine Güte nochmal, also wenn sie sich das mal so trauen würden, auch aufzudecken. Das ist interessant, weil es wird dann oft so antizipiert und man sagt, naja, das ist für die Leute doch eine Überforderung oder die können doch da gar nichts mit anfangen. Gerade auch bei älteren Menschen wird das ja oft so gesagt, das haben wir auch schon oft gehört. Was soll das jetzt? Die Frauenhilfe, die interessiert sich doch dafür gar nicht. Mhm. Ohne aber die Leute mal selber zu fragen, ne, ob die das wirklich so sehen, weil es oft so ist, dass dann, wenn das mal geöffnet wird, auch oft die Reaktion ist zu sagen, na endlich wird das auch mal besprochen. Und das eher besonders auch, es ist ja nötig. Ne? Ich denke mal, es gibt ja mittlerweile durch die Social Medias und durch die anderen Medien, die uns da täglich auch mit Bildern und Szenen und Sätzen beliefern, zu einer öffentlichen Wirklichkeit, auf die wir ja mal irgendwie adäquat reagieren müssen. Ja. Also wenn man sich überlegt, dass tatsächlich Instagram hat ein Fonds aufgesetzt für psychisch geschädigte User ihres Portals, die an dem dort verbreiteten Frauenbild oder Körperbild leiden, weil sie nicht so sind. Zum Beispiel. Und mittlerweile ist das ist ja so selbstverständlich, das zu sehen. Mhm. Können wir auch sagen, dass die Leute auch hilflos sind, damit umzugehen, weil sie etwas präsentiert bekommen in den Medien, wo sie selber nicht mit zurechtkommen? Also ich habe eher den Eindruck, dass es, also es ist sicherlich auch so, aber unsere Probleme sind eher da, dass es keinen Raum gibt zu reden. Also wenn mehrere Generationen zusammen reden, kann dieses Thema kaum vorkommen. Also es gibt einfach keine Worte dann. Und das muss man üben. Es ist aber sehr wichtig, das zu üben, weil das eben zur Prävention gehört. Da, wo über Sexualität gesprochen wird in den Gemeinden, haben es Täter schwer. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Satz. Wir hatten den am Anfang schon mal, dass das gesamte System, die gesamte Einrichtung muss ein Klima erarbeiten und auch entstehen lassen und darum ringen und das sensibel zum Vorschein bringen, indem jemand den Mut hat, Sexualität zum Thema zu machen. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die ihr auch habt, das zu befördern. Ihr habt sogar einen Gottesdienst, glaube ich, hier zu dem Thema entworfen. Genau, den bieten wir an. Also wir haben ein kleines Team, das haben wir ja hier mitgenommen. Ja. Also das ehemalige Langschläfer-Team, das ist auch natürlich rudimentär. Ja, das, und wir haben einen Gottesdienst zum Thema Glaube und Sexualität. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.
Und den haben wir in Schwelm jetzt einmal schon gefeiert und waren auch da überrascht, wie sehr offen die Menschen da waren. Wir hatten erst ein bisschen Befürchtungen, aber es ist ein bisschen interaktiv, man kann was erleben und so. Also man vergisst ja sehr schnell, also ihr Lieben, Altes Testament, Hohes Lied der Liebe, welche Bilder für den weiblichen, den männlichen Körper, den menschlichen Körper gebraucht werden, in welcher also wirklich poetischen Art und Weise da genommen wird. Oder auch für alle wirklich tief frommen, C.S. Lewis, der ja nun der immer wieder als Mentor herangezogene Religionsphilosoph für das fromme evangelikale Christentum, hat den Satz geprägt: Der Orgasmus ist der Vorgeschmack auf den Himmel. Ja. Und dann würde man nur sagen, in der Doppeldeutigkeit dieses Wortes können wir das... Das findet man in der Bibel dann im Hohen Lied auch wieder. So ist es. Und das einfach mal genießen zu können und wahrzunehmen und anzunehmen, dazu macht ihr auch Mut in diesen gottesdienstlichen Erlebnissen. Von Hause aus kommt ihr aus der Schule, aus der Gemeinde und habt viel mit Kindern und Jugendlichen gelebt und gearbeitet. Warum sind eigentlich Kirchen und Gemeinden scheinbar jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung so anfällig für diese Versuchungen und für dieses Verhalten? Warum ist das so? Also eins haben wir ja schon gesagt, ne? Sexualität ist ein Tabuthema. Das andere ist, es gibt, also das hat nichts direkt mit Kirche an sich zu tun, sondern mit der Organisationsform. Also mit dem, was da passiert. Weil es sind einerseits also Organisationen, die total in sich geschlossen sind, sehr anfällig. Das liegt daran, weil da ein Klima entstehen kann, das sexualisierte Gewalt begünstigt. In dem, also was wir gerade schon gesagt haben, dieses Beispiel da, ne? Also da gibt es Menschen, die sind immer schon zusammen und wenn da einer beliebt ist und der macht sowas, der kann das dann einfach machen. Also meine Tochter sagt zum Beispiel auf der HGE, sie fragt sich manchmal, warum gibt es eigentlich Sportveranstaltungen, in denen Jungen und Mädchen da zusammen sind? Jetzt haben die Schulschwimmen. Aber gemischt. Ja, ja. Und da macht meine Tochter, ich glaube, ich will das nicht. Mhm. Also da jetzt... Sie wird natürlich nicht gefragt. Nee, genau. Und dann erzählt sie eben tatsächlich, dass es dann eben auch andere gibt, die sagen, jede Ausrede ist willkommen, da jetzt nicht dran teilzunehmen, weil sie eben auch ihren Körper nicht im Badeanzug zeigen wollen. Genau. Ja. Auch da wird es nicht thematisiert. Ne? Also es wird nicht partizipativ gemacht. Also die Kinder, Schule ist ja so ein Ding, was nicht partizipativ ist. Mhm. Ja, also die Kinder werden nicht gefragt. Und es wird kein gemeinsames Konzept. Man könnte ja ein gemeinsames Konzept mit den Kindern entwickeln. Ist auch so ein Nährboden. Und das andere ist, also klassisch bei uns zum Beispiel eine Kinderbibelwochenende. Ja. Es ist sehr offen. Ja. Also entweder ist es zu offen oder ist es zu eng. Mhm. Und diese Bereiche, die sind sehr anfällig. Und deshalb ist Kirche da anfällig. Also nicht, weil jetzt die Pastoren alle schlecht sind oder weil es schlechtere Menschen da gibt oder sexualisiertere Leute, sondern es liegt einfach an der Struktur. Also man hat ja, also früher hieß es ja mal in diesem Lied, die Männer sind alle Verbrecher. Hat man ja manchmal den Eindruck, also alle Pastoren, also pastorenschwerpunktmäßig sind ja alle Verbrecher mittlerweile. Das ist natürlich nicht so. Nein. Das ist auch in der katholischen Kirche nicht so. Was anderes, was du gerade sagtest. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum nimmt die Öffentlichkeit das so wahr oder hat diesen Fokus so stark auf der Kirche? Mhm. Weil ich denke, dass es genau diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was man sich auf die Fahne schreibt, ne? Und dem, was da teilweise erlebt wird oder was man meint, was die Realität ist. Und dass es da oft einen starken Widerspruch gibt. Also ihr habt es gesagt, es hat sich geändert. Früher hieß es ganz klar, natürlich schicke ich mein Kind im Sommer auf eine Jugendfreizeit der Kirche. Da ist es sicher, da kann ihm nichts passieren. Das dreht sich und sage überall nur nicht Kirche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wollen wir natürlich auch wirklich ändern, indem wir in der Öffentlichkeit klar und deutlich nicht nur ein Lippenbekenntnis abgeben, sondern auch Konzepte und Programme und Hilfsmittel an die Hand geben, in denen wir eine Atmosphäre schaffen innerhalb von Gemeinde, in denen man das wieder guten Gewissens tun kann, nämlich Kinder den kirchlichen Einrichtungen und Gemeinden und Gruppen und Kreisen anzubieten. Und eine Transparenz ist da ganz wichtig, ne, dass Außenstehende sehen, was machen die denn wirklich. Also Transparenz ist ein großes Thema. Also ich erlebe Kirche halt als eine Organisation, die sich nicht verändern will und die nicht transparent sein will. Und das ist auch noch ein hartes Brot, das es zu kauen gibt, weil eure Erfahrungen die sind, da muss man noch einiges... Genau, das ist ja für uns natürlich behindernd. Ist klar, wenn man sich die Organisation nicht verändern will, wird sie sich auch in ihrer Haltung nicht verändern. Mhm. Und also es ist schon sehr schwer überhaupt, wenn wir fragen, was für Gruppen und Kreise habt ihr denn in der Gemeinde? Also in den seltensten Fällen kriegen wir das gesagt. Also obwohl wir 20 Mal nachfragen, die machen das einfach nie.
Also erst auf Druck quasi. Ja, so kleine Stückchenweise kommt dann immer mehr so ein bisschen nachher. Und das macht diesen ganzen Prozess manchmal sehr mühsam und schleppend. Ne? Mhm. Aber irgendwie gibt es da so eine Verhaltenheit, da mal wirklich, ich sag mal, sich zu öffnen und zu zeigen, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Man möchte sich einfach nicht reingucken lassen. Das hat was mit Erfolgsdruck zu tun. Also man schreibt sich manchmal mehr auf die Fahne, als dann in Wirklichkeit ist. Das ist spannend. Und so, ne, das ist, ja. Ja, jetzt gerade nach Corona auch, weil halt wirklich vieles dann auch teilweise brach lag. Ne? Mhm. Und okay. Das hat natürlich auch, und man muss natürlich auch erstmal selber sich eingestehen, was ist dann noch da und was ist dann vielleicht nicht mehr da. Und so muss man sich vielleicht auch nochmal was Neues ausdenken. Ne? Genau, so muss man so sagen, wenn man dann so zum Schluss hört, ach ja, richtig, unsere Saunagruppe habe ich vergessen. Ja, genau. Geschlechtergemisch und altersübergreifend sich montags dann in der Privatsauna des Pfarrers. Das wäre spannend, ja, wenn die mal ein Schutzkonzept machen, spannend. Ja. Genau. Also ihr seid in den Gemeinden jetzt in dieser Zeit unterwegs, Infoveranstaltungen, Schulungen durchzuführen, ihr helft Steuerungsgruppen, Taskforce einzurichten. Konkret, was sind die drei wichtigsten Säulen, auf denen jetzt so eine adäquate Umsetzung eines solchen Schutzkonzeptes stehen muss, soll, kann da. Oder vier oder fünf oder drei können wir solange machen. Wie die Speicherkapazität der Karte hier reicht. Ja. Frank guckt schon wieder misstrauisch, das, wie weit wir sind. Also das Erste ist auf jeden Fall, das sagen wir auch immer überall in allen Gemeinden, dass es ganz wichtig ist, dass die Leitung einer Gemeinde da von der Haltung her auch dahinter stehen muss. Und das betreibt. Das ermöglichen muss, dazu auch motivieren muss und das eigentlich sehr schwer bis gar nicht umsetzbar ist, wenn das nicht der Fall ist. Also es ist mehr als das Zulassen, eine entsprechende Telefonnummer auf die Internetseite genau. zu setzen. Genau, ja. So. Also wirklich auch aktiv das zu unterstützen. Mhm. Das andere ist eben die Partizipation. Also dass man bei diesem Schutzprozess wirklich möglichst alle Beteiligten auch mitnimmt und die befragt und die da ihre Meinung sagen können und die auch merken, okay, da passiert jetzt was, ne? Das ist ein Prozess, da geht es auch um mich. Und ja, wenn das gelingt, dann ist eigentlich schon das meiste gewonnen. Ein Stichwort von euch, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die Nachhaltigkeit, weil mit dem Einrichten einer Steuerungsgruppe, der Erhebung der Gefährdungslage, hört das Ganze ja nicht auf. Das heißt, wenn man das einmal jetzt umgesetzt hat, sind wir schon auch aufgefordert, Gruppen, die sich neu gründen, Gruppen, die sich vielleicht neu ins Gemeindezentrum hinein einmieten und auch präsent sind, darauf hinzuweisen, pass mal auf, ihr Lieben, bei uns im Haus haben wir uns auf ein Schutzkonzept geeinigt und wenn ihr bei uns hier etwas anbieten wollt oder wenn ihr bei uns hier aktiv werden wollt, dann erwarten wir von euch, dass ihr das mittragt. Zum Beispiel, also genau. Das hört nicht auf, sondern Nachhaltigkeit ist, wie kann man die Nachhaltigkeit dann gewährleisten? Gibt es dann in jeder gemeinsamen Beauftragten? Also wir haben wirklich vor, zwei Veränderungsförderer, ein oder zwei Veränderungsförderer in jeder Gemeinde irgendwie zu finden. Ehrenamtliche, wenn vielleicht auch ein Hauptamtlichen, ist egal. Der das quasi dann wachhält und der sehr eng mit uns verknüpft ist und kooperiert, sodass wir quasi gemeinsam überlegen können, was ist denn jetzt nötig in der Gemeinde. Manchmal ist eine Schulung mal nötig oder eine Mitarbeiter, in der Mitarbeiterschaft ist das Wissen um sexualisierte Gewalt nicht da. Da muss man eben da was machen und so. Mhm. Also das ist schon wichtig, dass es Menschen gibt in der Gemeinde, die sich das auch auf die auf die Fahne schreiben, denen das wichtig ist und die das auch betreiben wollen. Weil man kann das nicht erwarten, irgendwann hat man es auch mal satt, ne, dann hat man das die ganze Zeit gemacht oder ist ja menschlich. Das ist ja der Punkt. Also ich erinnere mich eben in den 2000er, ne, da hatten wir den sogenannten grünen Hahn. Ja, genau. Die waren, glaube ich, 5-6 Jahre äußerst aktiv, die haben uns die Photovoltaikanlage aufs Dach gepackt, die Solaranlage, alles durchgecheckt mit allem drum und dran. Und dann sind die Leute, die es getragen haben, sind dann irgendwann mal weg und dann liegt das dann eben brach. Und das ist ja auch ein Teil, der nachher im Schutzkonzept auch berücksichtigt werden muss, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie strukturiert man das oder wie setzt man das wirklich fest, dass das verstetigt wird, dass es so auch regelmäßige Fortbildungen gibt, dazu ein Konzept gibt. Dass das eben klar ist, ne? Wenn jetzt auch ein Mitarbeiter geht, es kommt ein neuer, was passiert dann? Also all solche Dinge, die sollen da eben auch erfasst sein. Und das andere ist, dass wir eben dafür auch eingestellt worden sind, das wach zu halten, ne? Also die Gemeinden auch zu erinnern. Und das nehmen wir als unsere Aufgabe auch an. Also eigentlich, wenn man es jetzt nach reiner Lehre machen würde, sind die Gemeinden dafür zuständig. Ja, die müssen das und die müssen uns beratend einladen, also zur Beratung einladen. Ja. Und die betreiben den ganzen Prozess Weites und, Feld, und wir beraten.
nur. Ja? Genau. Aber das ist natürlich, also das ist unrealistisch. Ne? Also ich komme ja selbst aus der Gemeinde und ich hätte das auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und es ist immer gut, wenn von außen dann auch mal ein Impuls kommt. Das muss, glaube ich, sogar. Das ist auch gut, solange man noch immer klar hat, dass trotzdem man als Gemeindeleitung trotzdem noch die Verantwortung dafür hat. Woran würdet ihr merken, dass in einer Gemeinde solch ein schädigendes und zerstörerisches Verhalten nicht mehr geduldet wird? Gibt es da Anzeichen, die ihr jetzt schon kennengelernt habt oder auch Hinweise, wo Gemeinden wieder zu Schutzräumen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden können oder geworden sind? Was wären so äußere Anzeichen, wo ihr sagen würdet, ach guck mal, da passiert aber schon was? Ja, also wir haben gestern zum Beispiel eine Jugendarbeit kennengelernt, also per Worten zwar nur, da ist das wohl so, dass egal ob das in der Jungschar ist oder in der Konfi-Gruppe, dass die Mitarbeitenden, die Ehrenamtlichen auch, die das machen, hinterher so einen Bogen ausfüllen. Da steht dann auch drin, wenn was vorgefallen ist zum Beispiel. Also das wird dokumentiert, was in der Gruppe passiert ist. Also da wird eine Transparenz geschaffen. Man kann das nachlesen. Also das ist ein Punkt, wenn die Gemeinden anfangen, Transparenz zu schaffen. Das ist für ehrenamtliche Mitarbeitende schwierig, weil die wollen, das kennen wir auch aus anderen Bezügen, die wollen nicht kontrolliert werden. Die möchten gerne ihre Gemeindearbeit machen und möchten nicht in so einen Leistungsdruck, also nehmen die das wahr. In so einen Kontrolldruck. Kontrolldruck, genau. Das wollen die natürlich nicht. Und wenn das passiert, dass die da sehen, oh, das ist aber wichtig zum Schutz, dann ist schon, also daran merkt man das zum Beispiel. Sollte es sowas geben wie, es gibt ja nur so eine Datenschutzerklärung. Also jeder, der irgendwie in der Gemeinde unterwegs ist und hier zum Beispiel bei unserem Gemeindegliederverzeichnis reinguckt, der unterschreibt so eine Datenschutzerklärung. Ja. Gibt es so eine Erklärung, die man als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Gemeinde unterschreiben soll? Selbstverpflichtungserklärung. Dass man sagt, also da möchte ich drauf achten. Das wäre auch schon so ein Zeichen. Also die gibt's, also das sollte auf jeden Fall auch ein Teil so eines Schutzkonzeptes sein, dass man sich darüber Gedanken macht. Und das wird jetzt auch sehr wahrscheinlich ab 1. Januar so sein, dass es eine Selbstverpflichtungserklärung gibt, auch zu dem Thema, die jeder Mitarbeitende, der neu eingestellt wird, dann auch unterschreiben soll, mit entsprechenden Infos auch dazu. Die haben wir zusammen mit den Fachberatungen aus dem Kindergarten entwickelt und die wird dann sozusagen automatisch immer mit der Einstellung sozusagen mitverteilt. Und das sollte auch möglichst dann im ehrenamtlichen Bereich auch sofort gesetzt werden. Ja. Wir werden uns sicherlich da noch häufiger mit beschäftigen müssen. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass ihr diesen Prozess begleitet. Wer sich noch ein bisschen selber kundig machen möchte und Impressionen sammeln möchte oder auch Menschen sehen möchte, die sich selber darüber auch äußern, es gibt eine Internetseite, auf der man das kann, die heißt... War das nicht dieses Zart bitte? Oder genau, das ist ja eine Organisation, die sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Unter www.zartbitter.de. Genau. Und da findet man zum Beispiel Videos auch von Betroffenen. Also, genau, also auch darüber, was gehört zu einem Schutzkonzept dazu, was muss man da beachten. Da gibt es auch viele Materialien teilweise, die zur Verfügung gestellt werden, auch für eine sexualpädagogische Arbeit, also Verschiedenes. Also man kann sich auch gut selbst auf den Weg machen, wenn man es möchte, echt übers Netz auch. Also und eure Kontaktdaten blenden wir natürlich jetzt auch ein, zumindest die E-Mail-Adressen, dass man sich an euch persönlich natürlich auch wenden kann, wenn man gerne. Damit jetzt auf den Punkt geht. So, damit kommen wir tatsächlich auch so ein bisschen ins Durchatmen und nachdem man euch ja nun als kompetent und nachhaltig und intensiv im Thema sein kennengelernt hat, wollen wir natürlich auch nochmal fragen, ihr müsst ja auch Sachen machen, die euch von dem Ganzen erholen. Und da stelle ich ja immer gerne die Frage, was müsste man eurer Meinung nach eigentlich mal gemacht haben? Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Was müsste man mal gemacht haben? Keine Ahnung, welches Buch gelesen, welchen Berg bestiegen, welche Platte gehört, welches Gericht gekocht, keine Ahnung was. Was muss man eurer Meinung nach im Leben einfach mal gemacht haben? Wenn man es nicht gemacht hat, hat man nicht erlebt. Also Mann ist ja immer schwer zu sagen. Okay. Also, von mir könnte ich sagen, also ich glaube... wenn ich nicht mal getaucht hätte, dann hätte ich echt was verpasst. Deine schönste Tauchstelle war? Meine schönste Tauchstelle war tatsächlich, also mein schönstes Taucherlebnis war tatsächlich im Mittelmeer, war vor Sardinien. Da bin ich mit einem Tschechen, der mich eingeladen hatte zu einem Tauchgang. Auf 40 Meter haben wir dann einen Zackenbarsch beobachtet. Das war einfach so eine sehr bewegende Erfahrung, dass dieses Tier, also war recht groß, uns anguckte und man hatte den Funken eines Verständnisses.
in dem Moment. Also man hatte den Eindruck, der ist genauso neugierig wie wir und der guckt uns an und das war was Besonderes. Also es ist also dieser Nemo-Effekt. Ganz am Anfang in dem Film Nemo taucht ja auf einmal so ein so weißer Hai. So ein, also der Taucher. Dieser Taucher, ja, genau. Da ist ja, meine genau. Tochter aus dem Kino gelaufen. Echt? Das war so schrecklich für sie. Aber anscheinend ist das ein spannender Moment für Fisch und Mensch, sich an der Stelle entsprechen. Ja. Also man muss mal getaucht haben. Nein, es so. Ist ja die andere, also das Eintauchen in eine andere Welt, letztlich ja. auch physisch. Ja. Und das, finde ich, ist eine großartige Sache. Was willst du sagen? Gibt es was? Mann, gar nichts. Was hast du erlebt, wo du sagen willst, dieses Erlebnis ja. wünsche ich eigentlich jedem? Ich will, dass man das erlebt in seinem Leben, dass man auch an Punkte kommt, wo man merkt, ich schaffe das auch, mir selbst treu zu bleiben. Zu sich selbst zu stehen und zu sagen, ja, ich bin von mir überzeugt, das ist gut soweit. Ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr das hier auch genutzt habt. Wir bitten euch wirklich, teilt dieses Video überall in den Gemeinden, in den Kreisen, bei Leuten, die vielleicht Fragen haben, die vielleicht Bedenken haben. Vielleicht können wir das ein oder andere da zerstreuen. Und grundsätzlich hilft es immer, nachzudenken über Gott, Welt, Glaube und Gemeinde. Das ist schon ein wichtiger Hinweis. Das war's. Also ich danke euch. Wir sehen uns demnächst wieder. Passt auf euch auf. Gott tut es auch. Ja. Wir stoßen einmal nochmal an. Ja, auch wenn es ein bisschen geleert ist. Alles Gute. Tschüss. And I said, oh my God, it's good to be alive. Schon leer. Ja. Das Glas ist leer. Also, es war so präsent und es war so beeindruckend, dass ich tatsächlich zum ersten Mal in unserer BIY-Gesprächsgeschichte vergessen habe, euch nach dem Gegenstand zu fragen. Ich nehme das als Kompliment. Das dürft ihr tatsächlich so tun. Ihr seid wichtiger als das, was von euch bleibt. Das finde ich schon ein wichtiges Zeichen. Deswegen machen wir das so als PS in so einem Brief. Kennt man ja, Postskriptum, ne? So heißt das dann. Also, es bleibt immer ein Gegenstand von unseren Gästen hier im BIY-Studio zurück und die bleiben hier sichtbar für alle Beteiligten. Man kann sich erinnern, wer alles so da war. Ne? Ach, deswegen steht Tim Winkel, genau. Das ist Sebastian Schüler, das ist Stefan was hier Lennart, das ist Monique Schüler gewesen. Das bin ich tatsächlich hier. Das hier. Ach, das, ja, stimmt, das kenne ja, genau. ich. Genau. Das ist von Sebastian Schüler, genau, ein Sorgenfresser. So, und jetzt sind wir gespannt, was ihr uns mitgebracht habt. Ja, das ist hier eine Karte. Da ist sozusagen unser Themabild drauf, das der Peter gemalt hat. Und da ist auch ein kleiner Bibelvers drauf aus dem Hohenlied der Liebe, über das wir gerade schon gesprochen haben. Und da hinten drauf ist auch nochmal unser Leitsatz. Und das würden wir sehr gerne hier lassen. Das soll auch dann hier so bleiben. Das heißt, wir stellen das einmal hier zum schön hier hin. Ich nehme das mal weg. Und dann kannst du das nochmal in Großaufnahme einblenden. Und damit bringen wir es dann tatsächlich zu Ende. Vielen Dank.